Das Gemälde mit den kleinen Quadraten und Rechtecken in den Grundfarben in einem um 45 Grad gekippten Rahmen heißt Victory Boogie Woogie. Es stammt von 1944 und ist das letzte von Piet Mondrian, dem niederländischen Pionier der abstrakten Malerei. Und dieser Papierstreifen duftet nach Victory Boogie Woogie. Vielmehr nach Mondrians Atelier. Aber warum kreiert man einen Duft für ein Bild? Und vor allem, wie riecht es? Willkommen im Kunstmuseum Den Haag in den Niederlanden. In diesem Art Deco-Gebäude von 1935 befindet sich die weltweit größte Sammlung an Gemälden und Zeichnungen von Piet Mondrian. Hier hatte die Kunsthistorikerin und Duftforscherin Caro Verbeek eine Eingebung. Was, wenn wir Kunst mit einem Duft begleiten und dann erforschen, wie sich das darauf auswirkt, wie die Menschen diese Kunst erleben, wie sie sie sehen, ob sie dadurch andere Gefühlsregungen haben und sich länger an ein Kunstwerk erinnern? Mondrians Spiel mit Quadraten und Rechtecken galt seiner spirituellen und philosophischen Ambition, das Chaos der Welt zu ordnen. Wenn's weiter nichts ist. Doch wie lässt sich diese ehrgeizige Idee in einen Duft verwandeln? Es geht um Rhythmus. Das Verhältnis zwischen den Ebenen, die Grundfarben, der Gegensatz von horizontal und vertikal. All das lässt sich in einem Duft ausdrücken. Ein Duft kann in der Tat einen raschen oder eher langsamen Rhythmus haben. Caro Verbeek ist Pionierin in der Welt der Gemäldeparfums. Zusammen mit dem Rijksmuseum in Amsterdam schuf sie 2019 einen Duft für Die Schlacht von Waterloo. Ein riesiges Gemälde aus dem Jahr 1824 von Jan Willem Pienemann. Wie hat denn eine napoleonische Schlacht gerochen, Caro? Kriege sind unglaublich geruchsintensiv. Wahrscheinlich gibt es nichts, was mehr Gerüche verströmt. Da ist der Geruch von Schießpulver und von verwesenden Leichen. Aber es gibt auch angenehmere Gerüche, wie etwa von der Erde. Wenn eine Kanonenkugel einschlägt, wird Erde aufgewirbelt und das riecht man. All das wird mit Napoleons Lieblings-Eau de Cologne Aqua Mirabilis vervollständigt, auch wenn es auf dem Bild nicht zu sehen ist. Viele haben mir gesagt, dass sie nicht das Gefühl hatten, vor einem Gemälde zu stehen, sondern vielmehr Teil des Gesehenen zu sein. Dann gab es noch eine ganz besondere Gruppe, die der Blinden und Sehbehinderten. Ihnen hat der Duft geholfen, sich nicht nur ein Kunstwerk, sondern eine historische Situation vorzustellen. Der Duft hat ihre Fantasie beflügelt. Okay, bei einem gegenständlichen Gemälde ist das nachvollziehbar. Aber bei abstrakter Kunst? Caro machte es wie der Meister Piet Mondrian selbst. Mit Hilfe des Duftdesigners Bernardo Juan Fleming wurden auch ihre Düfte abstrakt. Sie stellten sich vor, wie das Atelier Mondrians in Amsterdam gerochen hat, als er das hier malte. Dann, was der Maler in Paris roch, wo dieses Bild entstand. Und schließlich in New York, wo er Victory Boogie Woogie malte. Das ist sein Atelier in New York. Das große Finale. Oh ja. Es riecht sehr transparent. Und Amsterdam eher undurchsichtig. Ja, das sind Elemente wie Kleber und andere Materialien, die er verwendet hat. Wahrscheinlich riechst du das, Kleber und Klebeband. Und es hat auch diese Unbeschwertheit, die wir von Victory Boogie Woogie kennen. Da geht es um Freude, Energie und Dynamik. Um herauszufinden, ob das wirklich funktioniert, haben wir zwei junge Besucher gebeten, den Duft von Mondrians letztem Atelier in New York zu schnuppern. Den Duft zu riechen verändert auf jeden Fall, wie ich das Bild sehe. Es ist ein leichter Geruch. Bei mir persönlich bewirkt er, dass, verglichen mit dem dominanten Gelben, das Blaue ein bisschen zurücktritt. Na, immerhin. Aber ob das alles Mondrian gefallen hätte? Für ihn war es sehr wichtig, sich auf seine Intuition zu verlassen. Jede Linie, jede Fläche ist das Ergebnis einer intuitiven Entscheidung, nicht von Mathematik oder Verhältnislehre beeinflusst.
Und ich denke, diese Düfte helfen den Menschen dabei, Kunst intuitiver zu erleben. Deshalb wäre Mondrian sicher begeistert gewesen.